Skandale, Rückrufe, verlorenes Vertrauen. Die Automobilbranche hat einen hausgemachten Motorschaden. Geht es mit diesem Industriezweig bergab, wäre das für Deutschland fatal. Mit China, USA und Japan gehört Deutschland zu den größten Autoproduzenten weltweit. 2016 wurden im In- und Ausland knapp 16 Millionen deutsche Pkw produziert. Volkswagen, Daimler, Audi, BMW und Porsche. Weltmarken und Kassenschlager. Der bedeutendste Industriezweig Deutschlands. 407 Milliarden Euro erwirtschaftete die Automobilindustrie 2016. Das liegt auch an der starken Nachfrage im Ausland. 63% des erzielten Umsatzes wurden dort erwirtschaftet. Deutsche Autos, der größte Exportschlager. Im Inland arbeiten in der Automobilindustrie über 800.000 Menschen. Indirekt sind es noch viel mehr. Denn auch andere Industriezweige hängen mit dran, wie auch Mitarbeiter in Werkstätten, Tankstellen oder bei Versicherern. Eine Vorzeigeindustrie, zumindest in Zahlen. Durch die Ausrichtung auf Elektroautos soll die Branche zukunftsfähig bleiben. Doch zum Jahreswechsel waren gerade mal 34.000 Vollstromer zugelassen. Die politische Zielmarke von 1 Million bis 2020 wurde aufgegeben. Doch der Druck auf einen grundlegenden Umbau der Autoindustrie nimmt zu. Vor allem in Zeiten, in denen die Konkurrenz mit neuen Technologien bereits ordentlich punktet.